Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Ich bin der Marcel Clementi und es freut mich voll, dass wir heute wieder gemeinsam Yoga machen. Heute mal wieder eine Einheit für Fortgeschrittene. Das heißt, wir machen einen Vinyasa-Flow, wo du sogar die Möglichkeit hast, den Handstand auszuprobieren. Ist natürlich überhaupt keine Voraussetzung. Wichtig ist nur, dass du Spaß dran hast und dass du was Gutes für deinen Körper tust. Bevor wir starten, wäre es wie immer eine riesengroße Unterstützung, wenn du den Like-Button drücken könntest und diesen Kanal abonnierst für weitere kostenlose Videos für Fortgeschrittene, für Anfänger, Fit mit Yoga und viele mehr. Also vielen Dank dafür. Ich habe kürzlich meinen eigenen Podcast gestartet, den Good Vibes Podcast. Falls du dir den mal anhören willst, verlinke den in der Videobeschreibung. Für heute brauchen wir nichts außer eine Yogamatte und ein bisschen Zeit für uns. Also wann immer du bereit bist, schnapp die Matte und los geht's. Wir starten heute im Fersensitz, also einfach eine kniende Position. Sollte das unangenehm sein, kannst du vorne in die Matte einrollen oder Decke drunter legen und dann roll mal die Schultern hoch zu den Ohren nach hinten. Mit der Ausatmung lass sie fallen und nimm mal 5 tiefe Atemzüge. Versuch da ganz auf deiner Matte anzukommen. Den Alltag hinter dir zu lassen. Ein letztes Mal tief einatmen und vollständig aus. Sehr gut. Öffne die Augen, verschränk die Finger ineinander, kreis mit deinen Handgelenken. Ganz, ganz wichtig. Solltest du dich für den Handstand entscheiden, dass du die Handgelenke gut aufwärmst. Ganz wichtig bei Arm-Balancing-Posen. Und auch wenn du dir jetzt denkst, vom Handstand bin ich ja nur weit weg, das ist überhaupt kein Problem. Step by step. Wenn man kleine, kontinuierliche Schritte macht, dann kann man große Ziele erreichen im Yoga und auch im Leben. Deswegen immer einfach auf den nächsten Schritt konzentrieren. Gut, die Handgelenke ausschütteln, dann gehen die Arme mal hoch, streck die Arme komplett durch und öffne und schließ die Hände so schnell wie es geht. Versuche noch ein bisschen schneller die Hände zu öffnen und zu schließen für 10, 9, 8, 7, geht schon noch, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 ausschütteln. Gut, dann gehen wir vor auf alle Viere, in Vierfüßler, die Finger spreizen und dann macht er gerade 5-mal Katze Kuh. So immer mit Einatmung Becken kippen, Brust heben, Blick nach oben. Ausatmen, Kinn zur Brust, runder Rücken. Finde deinen Rhythmus. Ein letztes Mal. Und dann wieder in eine neutrale Position. Stell die Zehen auf, wander mit den Händen gerade ein kleines Stück vor und schieb nach hinten hoch in deinen ersten herabschauenden Hund. Am Anfang natürlich gern Bewegung in den Beinen, in der Hüfte. Lass die Arme dabei fest durchgestreckt. Und dann langsam die Bewegung einstellen. Gerne aber beide Knie am Anfang noch gebeugt. Zieh die Wirbelsäule in die Länge. Schieb den Hintern nach hinten hoch. Dein letzter tiefer Atemzug.
Und dann mach viele kleine Schritte nach vorne zum Beginn deiner Matte vor. Komm in eine Vorbeuge. Kannst ja gern die Ellbogen greifen und auslockern. Den Kopf bewegen, wie wenn du Ja sagen würdest oder Nein. Und dann lass die Arme seitlich wieder hängen. Knie beugen, Kinn zur Brust. Und roll ganz langsam hoch, Wirbel für Wirbel. Sehr gut. Dann machen wir schnell einen Sonnengruß, um richtig warm zu werden. Wir starten dafür vorne auf der Matte. Einatmen, Arme weit nach oben, Blick zu den Händen. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Versuch die Beine durchgestreckt zu lassen. Einatmen, gerader Rücken, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Hände auf die Matte, steigt nach hinten in den Stütz. Mit der Einatmung schiebt das Gewicht vor, mit der Ausatmung mit Hilfe deiner Knie oder ohne Knie langsam auf den Bauch legen. Zehen auf die Matte auflegen, fest nach unten drücken, mit der Einatmung hebt die Brust, kleine Kobra. Am Anfang immer zuerst die Rückmuskulatur aufwärmen. Mit der Ausatmung drück dich nach hinten in die Child's Pose. Und von da in deinen herabschauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung steige oder spring zwischen die Hände vor, gerader Rücken, halbe Vorbeuge, ausatmen, ganze Vorbeuge. Die Knie minimal beugen, Arme seitlich weit nach oben, Blick zu den Händen. Ausatmen, Hände vors Herz. Solltest du noch mehr Warm-up benötigen, kannst kurz auf Pause drücken und dann einfach noch ein, zwei Sonnengrüße machen oder wir starten jetzt gemeinsam mit dem Flow. Dafür vorne auf der Matte, die Füße gerne hüftbreit voneinander entfernt. Mit der Einatmung die Knie beugen, die Arme hoch, Chair Pose. Knie parallel, Hintern tief, Arme hoch, tiefe Atemzüge. Es wäre beim Yoga für Fortgeschrittene weniger Cues geben, weniger sprechen, durch mehr Zeit, um zu reflektieren, um die Zeit für dich zu nutzen. Letzter tiefer Atemzug. Mit der Ausatmung Beine durchstrecken, ganze Vorbeuge. Auch da halt mal kurz für 2-3 Atemzüge. Einatmen, gerader Rücken, halbe Vorbeuge. Ausatmen, Hände auf die Matte, steig nach hinten in den Stütz und auch hier wieder kurz halten. Schau, dass die Arme ganz durchgestreckt sind, der Hintern nicht durchhängt, sondern leicht in der Luft. Fest den Bauch anspannen. Für 5, 4, 3, 2, 1. Mit der Einatmung schieb nach vorne, mit der Ausatmung langsam nach unten. Du entscheidest über die Rückbeuge. Einatmen, kleine Kobra, Kobra oder aufschauender Hund. Und dann über die Child's Pose oder direkt in den herabschauenden Hund. Bring die Füße zusammen, mit der Einatmung rechtes Bein weit nach oben. Mit der Ausatmung Knie vor zur Brust und halten. Die Zehenspitzen schauen nach hinten, das Knie weit nach oben für 5, 4, 3, 2, und 1, der Schritt zum rechten Daumen vor. Schieb die linke Ferse fest nach hinten, Knie über Fußgelenk, mit der Einatmung Arme hoch, High Lunge. Da wieder Stabilität finden, schön tief gehen, für einen 90 Grad Winkel vorne. Linke Ferse aktiv nach hinten schieben.
Dein letzter Atemzug. Und dann dreh den hinteren Fuß parallel zur kürzeren Seite der Matte, beziehungsweise leicht nach vorne gedreht, 45 Grad. Und das rechte Bein ist ganz durchgestreckt, die Hüfte schaut nach vorne. Arme links und rechts in Schulterhöhe, einatmen hier. Mit der Ausatmung geht die linke Hand jetzt aufs Schienbein oder auf die Matte. Könnt ihr schon einen Yoga-Block verwenden. Und der rechte Arm geht seitlich hoch in das gedrehte Dreieck. Versuch beide Beine durchgestreckt zu lassen. Drück den rechten Fuß fest in die Matte. Mit jedem Mal ausatmen, den Oberkörper ein kleines Stück mehr aufdrehen. Letzter Atemzug. Mit der Ausatmung beide Hände auf die Matte in die Pyramide. Den rechten Fuß jetzt noch fester nach unten drücken. Einatmen, richte dich mehr auf, finde Länge, denk dir, du willst nach vorne und dann mit der Ausatmung nach unten. Schultern bleiben ganz locker, Gesicht entspannt. Ein letzter Atemzug. Und dann beugt das rechte Knie, verlagert das Gewicht nach vorne, die Hände ein bisschen weiter vorne auf der Matte platzieren und dann kickt das linke Bein hoch in den Standing Split. Das heißt, wir versuchen das Standbein, das rechte Bein durchzustrecken. Du lässt entweder die Hände auf der Matte, linkes Bein geht weit nach oben. Wenn du eine Balanceübung draus machen willst, dann bring eine Hand oder beide Hände zum rechten Fußgelenk oder Schienbein und da wäre jetzt die Möglichkeit, in den Handstand zu gehen. Das heißt, die Hände vorne auf der Matte, schulterbreit voneinander entfernt, die Arme durchstrecken und dann kannst du einfach mal versuchen, so Handstand Hops zu machen. Das Standbein bleibt gebeugt und immer wieder so nach oben kicken. Oder als Alternative einfach im Standing Split halten. Du entscheidest. Dann noch 5, 4, 3, 2 und 1. Beide Hände auf die Matte und dann finde dein Vinyasa. Vielleicht mit Sprung nach hinten, da unbedingt die Ellbogen beugen. Vielleicht direkt vom Handstand nach hinten. Mir tut leider mein Handgelenk immer noch weh, deswegen mit Handstand bei mir zurzeit schwierig. Aber ich hoffe dir, falls du ihn probiert hast, ist er gelungen. Und wenn nicht, dann ärgern wir uns gar nicht, weil um das geht's ja nicht. Ich mache ab schon den Hund wieder deinen Atem finden, die Ruhe finden. Tief einatmen. Durch den Mund aus. Und dann die Füße zusammen. Einatmen, linkes Bein hoch. Mit der Ausatmung Knie vor zur Brust. Und halten für 5. Arme ganz durchstrecken. 4, 3, 2 und 1. Der Schritt nach vorne zur linken Hand. Rechte Ferse schiebt aktiv nach hinten. Mit der Einatmung Arme hoch in den High Lunge. Streck die Arme komplett durch für die Dehnung seitlich im Latissimus. Tiefe Atemzüge. Letzter Atemzug. Und dann wieder das vordere Bein durchstrecken, den hinteren Fuß 45 Grad nach vorne. Schau, dass die Hüfte auch nach vorne schaut und nicht rechts zur Seite aufgedreht ist. Arm links, rechts, einatmen. Mit der Ausatmung rechte Hand aufs Schienbein, auf die Matte oder auf den Yoga-Block. Und der linke Arm geht seitlich nach oben.
Noch drei Atemzüge. Tief einatmen. Mit der Ausatmung beide Hände nach unten. Wenn du nicht zur Matte kommst, kannst du die Hände auf die Hüfte geben. Stell dir wieder vor, du willst Länge finden im Rücken. Also einatmen hoch, weit nach vorne und mit der Ausatmung dann in die Vorbeuge. Linken Fuß fest nach unten drücken. Entspann deine Schultern. Letzter Atemzug. Und dann beugt das linke Knie, kickt das rechte Bein weit nach oben in den Standing Split. Standbein wieder durchstrecken. Die Möglichkeit, die Hände zu lösen für die Balanceübung. Oder die Hände nach vorne, Standbein beugen. Du musst den linken Fuß ein bisschen weiter zurückstellen und dann wieder nach oben kicken. Konzentriere dich am Anfang vielleicht auf die sanfte Landung. Dann noch für 5, 4, 3, 2 und 1. Finde da wieder dein Vinyasa, steig oder spring nach hinten. Wir treffen uns im herabschauenden Hund. Ein letztes Mal tief einatmen, durch den Mund aus. Und dann leg die Knie auf der Matte ab, setz die hinten auf die Fersen drauf, leg die Hände kurz auf die Oberschenkel. Spür dann nochmal kurz nach, wie fühlt sich der Körper an. Welche Bereiche wurden gedehnt, gestärkt. Mit der Einatmung zieh die Schultern nochmal hoch zu den Ohren. Mit der Ausatmung öffne den Mund, lass die Schultern fallen. Und dann sage ich wie immer vielen, vielen Dank, dass du heute mit mir Yoga gemacht hast. Ich hoffe, es hat dir gut getan. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Bitte vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren und den Like-Button zu drücken. Das hilft mir, dass dieser Channel weiterhin wachsen kann. Und ich werde weiterhin auch für Fortgeschrittene regelmäßig Videos hochladen. Also da liegt dieses Jahr auf jeden Fall der Fokus drauf. Ich sage vielen, vielen Dank. Falls du dir mal eine Auszeit nehmen willst vom Alltag, dann komm doch mit mir auf eine Yoga-Retreat. Da macht man viele verschiedene Yoga-Stile. Es gibt Vorträge, Workshops, leckeres Essen. Das alles in richtig schöne Hotels mit coolen Leuten. Also man lernt immer neue Leute kennen. Und falls du Lust hast auf längere Online-Videos, dann werde doch Teil meiner Patreon-Community. Auch da der Link unter diesem Video. Da gibt es regelmäßiges Live-Yoga mit Q&A, wo du mir alle Fragen stellen kannst rund ums Thema Yoga und glücklicher, gesünder Leben. Ich teile meine Buchtipps, meine Routinen, meine gesunden Rezepte, also Kochrezepte, falls dir das interessiert, schau es dir gerne an. Mittags völlig freien, hör dir auch gerne den Podcast an und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier auf der Yogamatte. Wünsche dir noch ganz ein feines Tagele und bis dahin alles Liebe. Namaste.